Aldek Breyerfeld war der erste Priesterkaiser. Dies war also 120 Jahre nach seiner Thronbesteigung geschrieben. Und das zeitlich hin? Es ist jedenfalls lange nach dem Tod des Priorslob. Und vor dem, diesem hier, ja, dann wedelt immer noch mit dem ausgerissenen Zettel, den er in der Hand hat, vor diesem hier. Also ist das Schwert bei ihm. Das können wir auf jeden Fall diesem Text entnehmen. Was steht denn hier auf der Rückseite? Vierter Tag im Kataismond des Jahres 120? Derselbe Jahr also. Schatten peinigen mich. Sie formen Gestalten an der Wand. Ob Tag oder Nacht, sie verfolgen mich. Eine stumme, klagende Versammlung. Es begann mit einem Traum. Zum ersten Mal nach Beginn der Kontemplation sah ich das Schwert vor mir. Hier kann ich etwas nicht lesen. Hier geht es weiter. Es war greifbar, das Vermächtnis des Marschalls in seiner Legion. Darlor, die Verheißung auf eine große Epoche. Doch als ich es in den Händen fühlte, war es, als fühlte ich die feuchte Schuppenhaut eines Fisches und sah, meine Hände waren mit Blut besudelt. Ich werde den Traum nicht los, werde die Schatten nicht los. Sie begleiten mich und häufig ertappe ich mich dabei, wie ich in jeder dunklen Ecke ängstlich nach menschlichen Konturen suche. Ich bin sogar dem Schlachtopfer fern geblieben, in der Furcht, dass das Blut einen Körper formen könnte. Das Vermächtnis ist vergiftet. Es ist nicht das Geschenk des Marschalls an seine Legion, es ist vielmehr seine Erbschuld. Dessen bin ich mir inzwischen gewiss. Wer es auch sucht, er wird das Blut abwaschen müssen, mit dem es getränkt wurde. Ich werde meinen Geist von jeglicher Sehnsucht nach Darlor reinwaschen müssen. Nur eine verrottete Seele würde es begehren. Herr Praos, stärke mich und reinige meine Gedanken. Keine Unterschrift. Dann offensichtlich ist dieses Schwert verflucht. Offensichtlich. Vermutlich hat der Herrin Rondreis verflucht. Würde nicht nur zu ihrem Gemüt, sondern auch zu den Gegebenheiten passen. Wir müssen es in unseren Besitz bringen, bevor andere es tun. Was tun wir dann mit diesem Schwert? Nun, wenn es wirklich so verdorben ist, vielleicht war es das Schwert der Schwerterrat, oder vielleicht ist das Feuer die beste Lösung. Ja, der Schlund. Ich kann sie einmal fragen. Ich schreibe ja hin und wieder Briefe mit ihr. Könnte es im nächsten erwähnen. Oder vielleicht... Wartet. Vielleicht können wir damit beweisen, dass die Erben der Priesterkaiser Pius Unrecht taten. Was ist? Mein Herr... Wir haben auf Meister Rafims Befehl in das Schiff durchsucht. Wir haben ihn gefunden. Ja, und wo ist er? Na, tot. Tot? Tot? Ja, wie? Er lag in der Bilge. Weiß nicht wie. Lass ihn zu Netja bringen, sie sollen ihn sezieren. Sezieren? Sezieren. Jawohl. Hat er etwas bei sich gehabt? Wenig. Fussel in der Tasche. Keine Schriftstücke? Nein, nicht, dass wir gucken nochmal in den Taschen. Wir wollten euch nur darüber informieren. Wir haben auch keinen Todesgrund gefunden. Keine Einstiche oder sowas. Er war einfach tot. Dann hoffen wir, dass Nietzsche uns mehr sagen kann. Ja. Aber warum sollte ihn jemand umbringen? Verzeiht Meister Rafim. Ja, wir sprechen uns später. Jawohl. Denken wir noch einen Moment über die Sache nach. Warum sollte ihn jemand umbringen und in der Bilge deponieren? Was hat das mit Sudamins Papieren zu tun? Naja, jemand wollte ihre Papiere. Und man, der auf diesem Schiff ist, sonst hätte man ihn anders entsorgt. Sudamin, welche Papiere hattest du dort drin? Ja. Alle, die ganzen Korrespondenzen, eigentlich von Anfang an, seit wir das Schiff bekommen haben. Die Korrespondenz mit Dimion, von Dimiona.
Du meinst die, die wir gefunden haben bei diesem Magiergrafen? Genau. Ja. Ja, ich würde jeden verdächtigen, außer die Trollzacker, weil die nicht lesen können. Nein, aber warum sollten unsere Leute etwas damit zu tun haben? Sie haben doch keine Verbindung dazu. Sie wussten doch nicht einmal, dass wir das Papier hatten. Nun, das wissen wir nicht. Also, eventuell kann es doch so sein, dass es unter unseren Männern jemanden gibt, der über die Fähigkeit verfügt, andere für sich handeln zu lassen. In dem Fall war der arme Horasia nur ein Gefäß. Hexerei. Aber es wurde doch jeder auf Zauberei geprüft, bevor er aufs Schiff gekommen ist, dachte ich, Boltax. Ja. Aber vielleicht ist jemand durchgeschlüpft oder konnte seine magische Präsenz verdecken. Und warum war das Fenster offen? Muss mir die Leiche auf jeden Fall ansehen und nachschauen, ob sie noch Spuren von Magie aufweist. Und ich frage noch einmal, warum sollte er den Horasia umbringen? Naja, er hat's getan. Oder sie. Sagt einmal, Sulamin, fehlt noch irgendetwas, was ihr vermisst? Habt ihr sonst außer den Dokumenten etwas dort gelagert? Und wenn ihr Geld dort drin hattet, das ist fort. Bisher vermisse ich nur Schriftstücke, aber lasst mich noch einmal genau nachsehen. Im Schreibtisch waren sie jedenfalls nicht. Ist das Tagebuch noch da? Alles weg. Nein, fehlt. Du kannst deine Kajüte durchsuchen. Du selbst brauchst natürlich keine Hauswirtschaftsprobe. Es ist immerhin deine. Aber du durchsuchst die Truhen. Die wurden geöffnet, die Schlösser. Und Wertsachen sind verschwunden. Sowohl Schmuck, Ringe, Dukaten und die Korrespondenz. Ich hatte noch das Raja Sutra aus Yanka. Das habe ich immer mit mir rumgeschleppt im Rucksack. Wenn du den Rucksack bzw. das Raja Sutra unter deiner Kleidung hattest, dann fehlt das natürlich nicht. Ist das nicht ein ziemlich großes Machwerk? Meinst du so ein Quartband oder was? Ich weiß nicht, wie groß das ist. Ich dachte, das wäre größer als so ein Taschenband. Also die Schriftstücke, wenn sie dann hier gelagert worden sind, fehlen. Also nicht nur der Schreibtisch, sondern der komplette Raum ist leer. Ja, falls du jetzt irgendwas unter dem Teppich hattest, weiß ich jetzt nicht genau, dann nicht. Aber du kannst eben auch feststellen, das ist das, was Rafim eben nicht feststellen konnte. Dein Bett wurde zurückgeschlagen, natürlich, und man hat da auch irgendwie grob gesucht, aber falls da was war, ist es halt weg. Es fehlt einfach alles. Also unter meinem Teppich sind nur die Sünden der Vergangenheit begraben. Ich check die Leiche mal mit einem Odem. Der ganze Schmuck fehlt auch. Leider nicht, aber die Wertsachen. Habt ihr eine persönliche Beziehung zu dem Schmuck? Ja, durchaus. Auch wenn ich die Stücke, die mir am wichtigsten sind, gewöhnlich am Körper trage. Ja, würdet ihr sie alle wiedererkennen? Natürlich. Gut. Dann habe ich ja was zu tun für die Hunde. Dies könnte etwas mit ritueller Magie zu tun, die speziell auf euch zielen würde. Das ist nicht gut. Bulamin, Abelmir. Ich habe die Leiche gerade untersucht. Es ist Magie vorhanden, eine Spur dämonisch, aber... Ein Dämon? An Bord? Die Sphäre kann ich nicht ausmachen. Ich kenne mich damit nicht genug aus. Vielleicht, Abelmir, schaust du selbst noch einmal nach. Nun, lass mich einmal schauen. Vielleicht Mannings Männer? Hat sich einer von denen hier aufs Schiff geschlichen? Wäre denkbar. Aber... Es kommt drauf an, hinter was sie her waren. Ich denke nicht, dass ich viel in meinen Unterlagen hatte, was für Manning von Bedeutung ist. Aber diese Korrespondenz des Magiergrafen könnte tatsächlich bedeutsam sein. Und ihr sagtet etwas von dämonisch.
Könnte es der Kürzlinger irgendwie doch auf das Schiff geschafft haben? Wenn ein Kürzlinger auf dem Schiff gewesen wäre, hätten wir es gemerkt. Wir haben schließlich die gesamte Mannschaft erst vor wenigen Tagen mit Weihwasser behandelt. Natürlich, ihr habt recht, Jadan. Das schließt natürlich nicht aus, dass nicht irgendein anderer, von dem man sich an Bord geschlichen haben könnte. Vielleicht ein Fliegender, das Fenster war offen. Aber warum ist dann der Horasia tot? Diese beiden Dinge scheinen nicht miteinander zusammenzuhängen, außer dass sie in etwa gleichzeitig passiert sind. Ja, und warum sind eure Schmuckstücke weg? Das würde den Dämon ja nicht interessieren. Nun, Schmuck oder Gold zu nehmen, ist ein übliches Mittel, um zu verschleiern, wohinter man wirklich her ist. Andererseits, da die ganze Korrespondenz verschwunden ist und nicht nur einzelne Briefe, ist es sehr auffällig. Ja, ich konnte das feststellen. Dieser Dämon stammt aus der Domäne des großen Blenders. Widersacher aus der Hesinde. Nun, wie der Magiergraf, oder? Wie ein Kürzlinger. Nun, der Magiergraf fing eher der Gegenspielerin der Raja an. Daher auch die Korrespondenz mit dem Jona. Ja. Nun, banale Gier ist bei Menschen zumindest immer eine Erklärung. Bei Dämonen eher weniger. Nun, aber der Kürzlinger. Er stammt ebenfalls dieser Domäne. Richtig. Und es war ja noch einer dort. In Edas. Bei uns gefolgt ist. Ja, aber Jalan hat recht, wir haben alle mit Weihwasser behandelt. Du warst doch dabei, Boltax. Wir haben jeden von der Liste abgestrichen. Stimmt. Nun, es gibt auch Dämonen, die sich im Limbus aufhalten und nur bei Bedarf in die dritte Sphäre wechseln können. Und was tun wir gegen so etwas? Nun, wir könnten einen großen Bankcrash schlagen, aber das ist nicht wirklich hilfreich. Wartet, mir fällt gerade etwas ein. Aber nein, das ist Unsinn. Sagt, sprecht frei. Nun, weil es gerade um Gold ging, Canizidiana bat mich heute Morgen um Kupfermünzen, aber... Für sein neues Projekt, aber nein, das ist Unsinn. Er brauchte kein Gold, nicht einmal Silber, obwohl er einen Spiegel herstellen wollte. Spiegel aus Kupfer? Ein Spiegel? Sehr seltsam. Nun, es ist Canizidiana. Nichtsdestotrotz, warum sollte er eure Quartiere ausräumen und alle Papiere und allen Schmuck mitnehmen lassen, nur um ein paar Kupfermünzen zu erbeuten? Das glaube ich auch nicht. Nun, ja, es ist ein ritueller Verbindungsgegenstand an Sulamin. Über die Ringe kann rituelle Magie gewirkt werden. Das stimmt. Natürlich wären ihre Haare oder ihr Blut besser geeignet dafür, aber... Ja, Kapitän, spricht irgendwas dagegen, wenn ich das Schiff mal durchsuchen lasse? Nein, sollte ich nicht, aber ich glaube nicht, dass ihr was finden werdet. Haben wir das Schiff nicht mal gerade eben bereits durchsuchen lassen? Nein, wir haben gerade eben nach einem Mann gesucht. Jetzt suche ich nach Schmuck. Sie haben ihn aus der Bilge geschifft. Außerdem haben die Bastarde ein bisschen Strafe verdient. Nun, was auch immer wir daraus machen, Captain. Ich schlage vor, dass wir so schnell wie möglich Kurs nordwärts einschlagen. Ja, wir setzen Kurs auf Yandraskan. Dann kommen wir zurück. Wieso? Und Voltax? Schließlich musst du Vergeltung üben. Ach ja, stimmt. Das hätte ich fast schon wieder vergessen. Ich bin ja zum Glück nicht nachtragend. Aber du hast vollkommen recht. Zumindest muss die Sache richtig gestellt werden. Auch wenn ich mir wünschte, wir hätten dies ohne das Verbrennen von Schießpulver tun können. Aber dafür ist es zu spät. Man kann nicht erwarten, dass man immer noch von schießt und wir uns nicht wehren. Ich wünschte, es wäre anders, Abelmeer. Ich wünschte, es wäre anders. Wir hätten sie auch versenken können. Das taten wir nicht. Ich hätte nicht erwartet, dass sie so heftig reagieren würden.
Vermutlich hätten wir Boltax ohne Blutvergießen aus der Sache herausbekommen könnten, wenn wir uns ans Protokoll gehalten hätten. Sie wollten ihn verbrennen. Die Androhung ist schnell bei der Hand, aber sie hatten keine Handhabe, ihn da zu behalten. Das hielt sie nicht davon ab, ihn in ein Gefängnis zu stecken. Wir hätten ihn herausgeholt. Schließlich hätte mein Wort als Pleuersgewalter vermutlich ausgereicht, um ihn bis zu seinem Prozess, wann auch immer der stattfindet, dort herauszuholen. Dann hätten wir die Sache in Ruhe zerpflücken können. Aber sie hätten doch gar nicht gegen mich verhandeln können. Ich falle unter die Lex Zwergier und davon hatten sie noch nie gehört. Nun, dann hätten wir wohl bei der Gräfin vorsprechen und ihn, wenn dies ihn von ihr noch einmal einbläuen lassen. Nun fällt dieser Akt nicht unter Kirchenrecht und die Gräfin hat damit nichts zu schaffen? Ihn dann festzusetzen, hätte längst der Inquisition bedurft. Und ich werde einmal mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass du nicht von einem Inquisitor verhört wurdest. Ich weiß es nicht. Vermutlich nicht. Aber die Sache durchzuspielen bringt uns jetzt nichts mehr. Dieses spezielle Kind ist bereits in diesem Fall aus dem Brunnen herausgeklettert, schätze ich. Nun gut, dann Jandras kam. Ich hänge immer noch daran, dass der Horasia sterben musste. Entweder es hatte tatsächlich nichts damit zu tun, oder er war das Werkzeug. Da sind wir uns einig, nicht wahr? Ja. Was also macht ihn zu dem perfekten Werkzeug? Nun, er war hier und wir haben ihn nicht vorher eingehender überprüft. Genau. Er hat keinen Schwur geleistet, im Gegensatz zu allen anderen. Und dem blieb auch die Weihwasserbehandlung erspart. Ja, aber wenn er sterben musste, dann wusste er ja irgendwas. Nun, er wusste, dass er die Sachen aus meinem Zimmer genommen hat und sie jemandem übergeben hat. Boltax, sie sagte, keine Magie ist an ihm feststellbar. An ihm doch. An seiner Leiche war etwas Magie feststellbar. Welcher? Was Dämonisches, das hatte ich doch gesagt. Deshalb hatte ich euch doch auch gebeten, das Ganze nochmal zu überprüfen, weil ich die Sphäre nicht einordnen konnte. Und ihr habt ja jetzt gesagt, dass sie offensichtlich dem Gegenspieler der Hesinde zuzugehören scheint. Nun, diese Domäne hat wenig zu tun mit Beherrschung, eher mit Illusion. Vielleicht wurde er dann getäuscht. Das würde auch erklären, warum man ihn als willfährigen Diener nicht einfach mitgenommen hat, um ihn eines anderen Tages einzusetzen. Ich denke allerdings nicht, dass sich hier viel mehr herausfinden lässt. Nun, ohne mehr herauszufinden. Netja beschaut sich gerade die Leiche. Ich hoffe, sie kann uns mehr darüber sagen, wie er gestorben ist. Aber ich fürchte, wir werden entweder an anderen Orten Nachforschungen anstellen oder abwarten müssen. Naja, das Schiff zu durchsuchen schadet ja nicht. In der Tat. Vielleicht fördert es etwas zutage. Wir haben nur die Magier an Bord, von denen wir wissen. Da können wir uns sicher sein. Gut, diesen Kuron haben wir nicht überprüft, aber er war ja offensichtlich nur das Werkzeug. Heißt das, wir müssen jetzt unsere Magiebegabten verdächtigen? Mir ist von Maraskan bekannt, dass man Dämonen an Sterbliche band, also an Unbegabte, ganz normale Kamortgardisten. Ja, bin mir nicht sicher, wie genau dies vonstatten geht, aber vermutlich muss nicht zwangsweise ein Magier dahinter hängen, um einen solchen Dämon befehligt zu haben. Aber der Täuscher liegt doch im Zwist mit der Göttin Hesinde. Er kann doch sicherlich Netja. Was weiß ich, sie hat doch sicher die Möglichkeiten, einen solchen jemanden, der mit ihm im Bunde ist, ausfindig zu machen, oder irre ich mich da? Ihre Mittel sind genau dieselben wie meinen. So, Abenteuer! Ich habe jetzt erstmal nicht halten lassen, aber wir fahren jetzt erstmal grob Richtung Sinoda. Ich weiß nicht, falls ihr was anderes vorhabt, müsst ihr das sagen, aber durch den Sturm wollte ich jetzt erstmal ohne euren direkten Befehl nicht. Selbst kurz auf Jandraskan. Auf Jandraskan? Ja. Da waren wir doch erst. Wir waren bei Atlaskan. Bei Jandraskan sind wir auch drum gefahren. Selbst kurz nach Jandraskan. Ja, mache ich. Kannst auch vernünftig mit mir reden. Nun, du könntest meine Befehle folgen, ohne Widerwort zu geben. Ja, rate mal, wer nicht die Tür zumacht. Damit humpelt er wieder nach oben. Hey, Kaprok! Andraskan!
Ja, Mann! Vielleicht solltest du ein magomechanisches Schloss einbauen lassen. Oder noch besser. Oder eine sich selbst schließende Tür. Oder wir setzen einen der Chefs darauf an, Hassdorf die ganze Zeit hinterher zu laufen und hinter ihm die Tür zu schließen. Entweder es gibt ihn dann irgendwann auf den Sack und er macht die selber zu, aber so oder so haben wir geschlossene Türen. Wärt ihr eine Delegation der Pryos-Danker und wolltet einen Haufen unliebsam gewordener Reliquien loswerden, indem ihr sie auf einer fernen Insel beisetzt, wo würdet ihr dies tun? Einem Vulkan. Ihr würdet nicht großartig außen herum auf einer, wie ich bereits noch einmal erwähnen muss, Insel, auf der maraskanisches Klima herrscht. Ah. Ihr würdet nicht groß außen rumfahren, oder? Nein, ihr würdet an der nächstbesten Stelle landen und von dort aus einen Weg ins Innere schlagen. Ja, das macht Sinn. Ich schlage vor, dort heben wir an. Wir sollten, Captain, tatsächlich einfach an der erstbesten Stelle anfangen. Und werden wir da nicht fündig, schlage ich vor, dass wir einfach einen Kreis um die Insel drehen und in Abständen von ein paar Meilen kleinere Suchmannschaften ansetzen, die einfach den Strand und wenige Meter das dahinten liegenden Gebüsch absuchen. Irgendwo muss ich einen Pfad, eine Markierung, irgendetwas finden lassen. Ich kenne das maraskanische Klima nicht. Und mir wurde gesagt, dass eine Schneise, die vor langer Zeit geschlagen wurde, sehr schnell zuwächst. Nicht wahr? Ich dachte eher, dass... Nun, zum einen, ihr denkt daran, wir vermissen ein Boot. Mir schwant Übles, was das angeht. Zum anderen, ich dachte eher an Grenzsteine, Wegmarkierungen, Dinge, die sich länger halten. Ja, auch wenn sie es hier hinbrachten, um es zu vergessen, wollten sie es bestimmt trotzdem wiederfinden, wenn sie müssen. Schließlich hätten sie die Reliquien sonst einfach vernichtet. Nun gut, ja. Dann landen wir zuerst an der Südspitze dieser Insel an und schauen einmal um. Während wir am Land sind, wird Angor Schminja und die Zimmermänner genug Zeit haben, das Schiff wieder auf Vordermann zu bringen. Und bis dahin werden wir vermutlich auch mehr von Nitya und der Suchmannschaft gehört haben, falls es etwas zu hören gibt. Nun, was mir noch eingefallen ist, ich kann auf der Insel auch einen Geist der Luft herbeirufen, der einen Blick von oben auf die Insel werfen könnte. Vielleicht sieht man hier irgendwelche Strukturen, irgendwelche Gebäude, Plätze oder, weiß ich nicht, irgendwelche Lichtungen, die untypisch sind. Das ist ein Versuch wert. Sollten außerdem die Dukatengardisten anhalten, dass sie niemanden vor Schiff lassen, dann ein besonderes Auge drauf haben, während wir anlegen. Wenn der Spion noch auf dem Schiff ist, wird er die Gelegenheit nutzen, sich da aus dem Staub zu machen. Ja, aber was will er wie Yandraska? Das ist ja ein Todesurteil. Wenn Yandraska Leute da sind... Lebt auf Yandraska jemand? Oh, das ist eine Geografieprobe. Ja, okay, sparen wir sonst. Mit der Entdeckung, nein, auf keinen Fall. Don't. Okay, dann weiß ich es also einfach nicht. Du warst halt noch nicht da. Richtig. Hätte sagen können, dass man mal was gehört hat, aber dafür reicht mir dann nicht. Über Maraskan weiß ich da auch nichts. Vielleicht irgendwelche Maraskaner. Es gibt zumindest keine Häfen, so viel wissen wir. Naja, oder zumindest keine großen. Vielleicht weiß kein Titan etwas. Er ist erstaunlich vielseitig gebildet. Ja, der konnte uns auch sagen, wie viele Gardisten die Gräfin hatte. Ich werde ihn einmal fragen. Ich werde Nitya beim Beschauen zu sehen. Ich glaube, ich bringe Zulamin jetzt ins Bett. Ich glaube, sie muss sich ausruhen. Sie sieht immer noch sehr erschlagen aus. Ja, dann werde ich Logolosch unter die Arme greifen, schon mal bei provisorischen Reparatursarbeiten. Ich glaube, das heißt Lahalkash. Ja, ich werde die Wachmannschaft zusammenscheißen und das ganze Schiff durchsuchen lassen. Nun gut, dann haben alle was zu tun. Ah, und wo du noch sowieso unten bist, gib den Geschützmannschaften eine extra Ration rum aus. Ja, wird gemacht. Hervorragende Schießerei, Diamantis. Hervorragende Schießerei. Ich bin auch stolz auf meine Leute. Ich hoffe, sie haben nicht zu viele Leute verloren, dass der Mast umgeknickt ist.
Die Zeit vergeht und ihr Sekunde, segelt kleine genau. Szene noch. Ja. Ich lasse mich von Boltax in meine Kajüte rüberbringen, lege mich dahin und streichle so einer von den Katzen über den Rücken. Boltax? Ja. Kanizitiana wollte immer mein Tagebuch. Hm. Habt ihr es ihm gegeben? Nein. Und jetzt ist es fort. Da wird er sich aber ärgern. Verstehe. Meinst du, er würde? Weiß es nicht. Nein, oder? Glaube nicht. So versessen kann er doch nicht auf euer Tagebuch gewesen sein, dass er bei euch einbräche. Und jemanden umbringt. Ich glaube nicht. Aber vielleicht... Vielleicht sollten wir trotzdem genauer mit ihm sprechen. Etwas ist seltsam mit ihm. Vielleicht sollte sich Abel mir das mit diesem Spiegel ansehen. Hm. Ja, ich kann ja... Es ist einfach ein bisschen viel inzwischen. Kann ja einmal vorbeigehen und im Gespräch mit ihm einen kurzen Blick auf den Spiegel werfen. Nur ein magischer Blick natürlich. Vielleicht fällt mir ja etwas auf. Im besten Falle natürlich nicht. Aber falls mir etwas auffallen sollte, könnte ich es an Abel mir weitergeben. Dann danke, Boltax. Und gute Nacht. Gute Nacht. Ruh dich aus. Du brauchst den Schlaf.